Es ist kein Skript auf dem Bildschirm. Wir haben gar keinen Plan geschrieben heute. Ich habe keinen Plan heute. Hast du einen Plan? Es wird immer schlimmer. Was sollen die Leute denken? Das sind Ferien. Übrigens sind Ferien. Ich weiß gar nicht, ob die alle weggefahren sind. Das ist ja, morgens hast du immer noch viel Verkehr. Hast aber ich dein, weiß noch nicht, ob du dein Handy leise gemacht, nicht, dass mein Handy wieder piept. Ich habe dein Handy hast du leise gemacht. Meins piept ja nicht. Aber ja, hallo Bockheide. Hallo Welt. Ha. Da sind wir wieder, der Matze und du Wutze und ich. Ja. Bist du sicher, dass du bist, nicht? Dass weißt ich du eigentlich, bin? Matze, dass ich so ein bisschen traurig bin? Weil so irgendwie, weißt du, was mir fehlt? Wenn ich mal hier jemanden treffen will. Ach, Geld. Wenn ich mal jemanden treffen will, ja, hier in Bockheide. Weißt du, wo ich den finde? Bei Netto mit Maske. Ja, da erkennst du auch keinen. Nee. Und da kannst du auch nicht machen. Es ist keine Veranstaltung mehr. Nee. Waldbad hat zu, kann sich nicht mehr hingehen. Beim Sportverein ist keiner. Fußballspiel kann nicht mehr über die Trainer meckern, weil nicht kein Training ist. Eigentlich ist es gruselig, findest du nicht auch? Ja, so ein bisschen schon. Aber ich habe nebenbei so ein bisschen Projekt und mich stört es eigentlich gar nicht. Mhm. Weil ich habe genug zu tun, aber ein anderes Thema. Aber ja, Waldbad ist ja so, dass wir seit März, April, Mai, Juni sind. Eigelst du hier an dem Licht rum, sag mal. Bist du nicht vorbereitet, wenn wir senden? Wir können nicht mit einer Sendung am Licht rumschrauben. Ja. Wir müssen im Waldbad gerade die Monate März, April, Mai aufholen. Die wir nämlich eigentlich brauchen wir 2,5 Monate, um so ein Bad in Betrieb zu bekommen. Mhm. Das versuchen wir jetzt in kürzester Zeit alles zu stemmen. Wir sind bei. Mhm. Und dann darfst auch du wieder. Ab und zu fährt mal einer vorbei und winkt und hupt und ich weiß mal, wer war denn das? Ich kenne den nicht in dem Auto, ich habe das nicht gesehen. Musst du mal eine Huberkennung anbauen? Dann nee, aber das ist immer, wenn die hier reinkommt, dann reflektiert das so schräg auf der Scheibe, dass ich nur nicht reingehe. Von der Seite kann ich manchmal reingucken, dann erwische ich noch und sage, ach, das war der und der. Aber du hast doch hier eine super Kamera mit Teleobjektiv, da musst du dich mal anders positionieren, da siehst du, wer hier rumfährt. Ist schon ein bisschen schwierig manchmal. Und was mich hier manchmal nervt, wenn die hier noch rasen, die überholen sich hier gegenseitig, die fahren. Stell die, dich doch mit der Kamera raus und kassier gleich. Ja, also wirklich, also die fahren, also manchmal, also verstehe ich nicht, warum hier manche so rasen, zumal das wird richtig teuer. Ich habe übrigens vor kurzem auch bezahlt, ja, wird teuer. Ja, 40 Euro, ich habe ein Foto für 40 Euro. Hast du vor der Haustür machen lassen? Ja? Nee, das war kurz vor Belitz, auf der 70er Strecke, da haben sie mich erwischt. Da wollte ich mal ein Foto haben von meinem neuen Auto und mir. Aber das Auto ist kaum drauf und ich sehe auch scheiße aus. Das hättest du bei mir für 35 bekommen. Wäre besser geworden, meinst du? Vor allem mit Farbe. Ja, es wird nämlich teuer. Und ich glaube, so wenn ich hier so sehe, wie manche hier lang rumrasen, dürfen die auch mal einen Monat ihr Auto stehen lassen, was hier so manchmal abgeht. Muss ich mal sagen. Was ich übrigens sagen wollte, wir haben keine Themen mehr. Deswegen reden wir über Schnellfahren. Und geregnet hat es auch. Es hat vorhin sogar gewittert. Ja, Waldbrandwarnstufe ist wieder runter. Waldbrandwarnstufe muss wieder runter sein. Die Luftfeuchtemessung wird es ergeben haben. Aber es hat ja auch gebrannt zwischen der A9 und Reesdorf. Genau. War die Feuerwehr draußen am selben Tag. Hing auch irgendwo noch ein Baum quer, ohne großen Einsatz. Ein Ast. Ast vom Baum. Also mit Baum. Also unten Baum, oben Ast. So, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Nee. Außer, dass wir so mitten im Sommer sind. Stimmt. Wir haben jetzt, noch nicht Juli, wir haben immer noch Juni. Aber Sommer haben wir jetzt tatsächlich, Sommeranfang ist hinter uns, am 21. war das. Wann war das? Die Tage werden kürzer. Tatsächlich? Ja. Hast du schon gemerkt? Nur 6 Monate, dann ist Weihnachten vorbei. Naja, da fängt ja für das neue Jahr schon wieder an, da ist das schon wieder alt gut. Da geht es schon wieder schneller. Naja, dann kommen ja die nächsten Corona-Beschränkungen wieder nächstes Jahr. Schwarzmalerei ist das. Ich möchte das nicht mehr hören. Nee. Ey, komm, mir fehlen ja tatsächlich hier so manchmal die Leute. Weißt du, ich treffe hier ab und zu mal einen, aber irgendwie siehst du die alle auch nicht. Die sitzen alle auf ihrer Panorosa. Ja, selbst wenn du Stefan am Fliegerheim triffst und dann guckt Hartmut drüben raus, dann brüllst du dich über die Straße an, weil keiner sich raustraut. Genau. Ist schlimm, ne? Eigentlich hallo ist Hartmut. Hallo Stefan. Könnten wir auch mal. Hallo Sven. Eine Grußrunde. Wer fehlt denn noch? Matthias, Matze, Nutze, ja. Rainer, wen haben wir denn noch so? Nochmal Stefan. Ich könnte mir auch ein Vornamensbuch durchlesen. Wir haben jetzt drin. Nur Männer, das ist ja rassistisch. Wir müssen hallo Frauen Anne. Auch. Hallo Heidi. Hallo Ines. Milli. Jetzt hast du angefangen. Jetzt fühlen sich alle anderen ausgegrenzt, die du nicht genannt hast. Wen haben wir denn noch? Katrin.
Hol das Vornamensbuch los. Wir können alles durchgehen. Ja, ist nicht so schön, ist leider so. Was aber schön wird, aber auch nur bis Mittwochabend, Richtung Donnerstag kommen die nächsten Regenschauer. Das Wetter bleibt von der Temperatur so um die 25 Grad. Brauchst das Bild nicht suchen, ich hab's im Kopf. Und das ist wirklich zu sehen. Ich weiß, dass es im Kopf hast. Und nach Donnerstag wird's kurz kälter, aber es bleibt letztlich sommerlich. Ein paar Regenschauer kommen auf jeden Fall. Die können auch jederzeit Gewitter mitbringen, wie heute Nachmittag auch. Das war heute Morgen auch noch nicht erkennbar. Auch wenn es um uns wieder mal rumgezogen ist. Aber ein bisschen hat es ja wenigstens geregnet. Weißt du was? Wollen wir mal rumfahren und mal die Grüße einsammeln? Ey, wir müssen hier mal so immer einholen. Du kannst gerne rumfahren. Nimm, fahr, mach. Rumfahren mit Fahrrad? Ja. Du kannst dich auch ans Ortseingangsschild stellen, kannst die Leute anhalten und fragen, möchten sie irgendwen grüßen? Okay. Das wird komisch. Das war's. Ich wünsche mir wieder Veranstaltungen und ein gemeinsames Beisammensein auf verschiedenen Formaten, Foren, Amphoren. Die Sozialkontakte fehlen langsam, oder? Ich sehe immer nur dich und ab und zu deine Frau. Ja. Meine kommt auch ab und zu mal vorbei. Das reicht mir auch langsam. Du mit mir oder umgedreht? Es reicht mir langsam. Ja, mir auch. Wir brauchen nur mal andere Gesichter. Also, schöne Ferien euch allen übrigens. Ja, wünsche ich auch. Bis dahin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis Montag vor Matze und... Und tschüss.